kleine Tierbehälter, ein Freundschaftsbaum und eine Ananas mit einer Überraschung. Die Party hört nie auf. Wir zeigen euch, wie ihr mit ausgefallenen Geschenken jeden eine Freude bereiten könnt. Für den Anfang braucht ihr eine Verpackung. Deckt sie mit weißem Papier ab. Verwendet Schaumgummi für die Deko. Und schneidet dann Ohren aus. Klebt dann die Hasenohren an. Klebt Bommeln als Augen auf. Bringt auch eine dreieckige Nase und die Beine an. Stellt eine weitere Schachtel in Form eines Waschbären her. Dieser süße Zoo wird sowohl Erwachsene als auch Kinder begeistern. Und ihr braucht dafür nur ein paar Minuten. Druckt für die nächste Geschenkidee eine Schwarz-Weiß-Sternkarte aus. Tragt Punkte mit roter Acrylfarbe auf. Fügt zu den Punkten Zahlen hinzu und benutzt weiße Acrylfarbe. Rahmt es dann noch ein. Lasst eure Freundin ein kleines Rätsel lösen. Gebt ihr Acrylfarbe und verbindet dann die Punkte. Und ihr erhaltet eine Inschrift mit einer Aufschrift. Ich habe noch nie so eine süße Postkarte erhalten. Niemand hat jemals die Sterne für mich leuchten lassen. Für die nächste Idee braucht ihr einen farbigen Karton. Zeichnet eine Figur wie diese darauf. Die Seiten sollten 18 cm lang sein und die Mitte 7 cm. Schneidet es dann aus. Ihr erhaltet einen Stern. Formt einen Kegel. Und wickelt es mit Dekoband ein. Dekoriert es noch mit einem Papierschmetterling. Legt kleine Geschenke in die Mitte. Faltet die Seiten zu einer Pyramide und bedeckt es mit dem Kegel. Entfernt dann den Kegel und der Stern öffnet sich. Und hier ist dein Geschenk. Wow, danke! Jetzt braucht ihr einen normalen Behälter und bedeckt es mit Farbe. Nehmt grünes glänzendes Schaumgummi, schneidet daraus eine Wiese. Klebt es zu einem Kreis zusammen, befestigt es an dem Deckel. Befestigt dann auch ein Armband auf der Rückseite des Deckels. Zeichnet mit einem schwarzen Stift die Ananasstruktur. Ihr erhaltet eine sonnige Ananas. Was versteckt sich in dieser tropischen Frucht? Es wird sichtbar, wenn eure Freundin den Deckel abschraubt. Ein elegantes Armband ist genau das, was sie sich gewünscht hat. Wie konntest du das wissen? Und jetzt braucht ihr ein Blatt Papier und Fotos von euren Freunden. Schneidet die Fotos in Form von Blättern zurecht. Klebt dann die Blätter auf das Papier. Verwendet einen Klebestift. Und verwendet dann grüne Farbe. Verbindet die Blätter mit dünnen Zweigen. Fügt Verschnörkelungen hinzu und verziert das Blatt mit Punkten. Zeichnet einen Baumstamm. Nehmt eine Schaumbürste und ein Plastikei. Entfernt den Schaumstoff von der Bürste und legt es in das Ei hinein. Jetzt braucht ihr Kapseln mit leuchtender Flüssigkeit. Schneidet sie auf und tropft die Flüssigkeit hinein. Befeuchtet eure Fingerspitzen mit der Flüssigkeit und hinterlasst eure Fingerabdrücke auf dem Blatt. Überrascht eure Freunde mit einem ungewöhnlichen Fotobaum und ladet sie ein, ihre Spuren zu hinterlassen. Meine Freundin hinterlässt ihre Fingerabdrücke. Fertig! Und der Freundschaftsbaum sieht im Dunkeln noch interessanter aus, weil es leuchtet. Und jetzt braucht ihr farbiges Papier. Bildet einen Kegel. Und schneidet dann den Überschuss ab. Befestigt viele Klebebandstücke am Rand. Klebt die Kanten zusammen, um einen Kegel zu erstellen. Klebt dann glänzende Herzen an. Und legt Marshmallows in den Kegel. Verschließt es dann mit einem Gummiband. Eine Tüte mit Marshmallows sorgt für gute Laune. Und es geht ganz einfach. Glaubt ihr, man könnte Toilettenpapier zum Verpacken verwenden? Wir zeigen euch, dass es doch geht. Wir wollen eine Thermoskanne verschenken. Stellt sie auf die Rolle und schneidet es aus. Und legt die Flasche hinein. Macht dasselbe mit der zweiten Rolle. Deckt die Öffnung auch mit Papier ab.
und dekoriert es dann mit rosa Tüll. Eure Freundin kann nur das Toilettenpapier durch den Tüll sehen. Bist du sicher, dass dieses Geschenk für mich ist? Oder hast du es vertauscht? Eure Freundin ist enttäuscht und packt das Geschenk aus. Aber innen findet sie eine Überraschung. Damit hat sie nicht gerechnet. Und jetzt zeigen wir euch, wie ihr eine einfache Geschenkbox dekorieren könnt. Nehmt eine CD und zerbrecht sie. Nehmt dann eine Stormtrooper-Vorlage und geht mit 3D-Textilfarbe darüber. Legt dann die CD-Splitter darauf und verwendet dafür doppelseitiges Klebeband. Verziert auch die Seiten der Box. Ein echter Star Wars-Fan freut sich über ein Geschenk mit Grüßen von Darth Vader. Möge die Macht mit dir sein. Für diesen Lifehack braucht ihr Filz und eine Schere. Schneidet ein Quadrat aus Filz diagonal aus. Klebt die Dreiecke aufeinander. Und dreht das Stück um. Schneidet dann eine Ecke ab. Macht einen Einschnitt in den Boden. Und befestigt das Stück am Filz. Schneidet noch den Überschuss ab. Bringt auch ein Stück Filz an einer der Kanten an. Und klebt Ohren, Augen und eine Nase an. Befestigt auch einen Faden an der Maus. Legt dann Süßigkeiten in die Maus hinein. Diese Mini-Geschenke sind sehr ausgefallen. Und die Mäuse sind so süß. Nimm für den nächsten Hack ein 30x11 cm großes Stück Papier. Schneidet Kreise aus Filz und Schaumgummi aus. Zeichnet Dreiecke an den Rändern des Blattes und schneidet sie aus. Macht eine Rolle daraus und biegt die Kanten. Befestigt es dann auf einen glänzenden Schaumgummikreis. Deckt das Loch oben mit Filz ab und verwendet Heißkleber. Macht dann einen Schnitt und macht mehrere Löcher. Klebt einen Kuchen aus Schaumgummi und Klebeband an. Befestigt es am Boden der Box. Klebt auch Pfeifenreinigerspiralen an. Befestigt eine Box mit einem Geschenk am Pfeifenreiniger. Befestigt auch Happy Birthday an dem Kuchen. Und dekoriert es mit einem Band. Setzt noch Papierkerzen darauf und dekoriert es noch etwas. Das Ergebnis ist eine sehr schöne Schachtel in Form eines Kuchens. Alle Kuchenliebhaber werden dieses Geschenk mögen. Nehmt jetzt eine Kaugummiverpackung und ein Bild mit einem Lächeln. Schneidet die Zähne aus. Schneidet ein Quadrat aus der Kaugummiverpackung aus. Befestigt dann doppelseitiges Klebeband am Rand. Klebt das Bild mit den Lippen darauf. Schneidet jetzt ein Stück Schaumpapier zurecht. Legt dann die Kaugummistreifen nebeneinander darauf und legt es in die Packung. Jetzt ist die Öffnung mit Zähnen gefüllt. Eure Freunde haben noch nie solche Kaugummis gesehen. Und für diesen Lifehack braucht ihr eine Glasflasche und Notizen mit Wünschen. Rollt eine Notiz ein und bindet es mit einem Faden zusammen. Macht mehrere davon, legt sie in die Flasche und wickelt ein Band drumherum. Befestigt daran auch Süßigkeiten. Gebt dann eurer Freundin die Flasche. Was gibt es Schöneres? Nehmt jetzt eine Packung Kaubonbons und Klebeband. Deckt die Verpackung jetzt mit Klebeband ab und bindet ein Band um. Macht viele kleine Geschenke und legt sie auf Spielzeugautos. Das ist ein großartiges Geschenk für Jungs. Ein neues Auto und eine Überraschung. Und für die letzte Idee braucht ihr eine weiße Garnrolle und schwarzen Filz. Schneidet Formen von einem Schaf mit Löchern von Papierschablonen aus. Klebt jetzt Filzstücke auf die Beine. Und legt Filzteile auf die Rolle. Zeichnet das Gesicht mit Acrylfarbe. Bindet es dann noch mit einem rosa Band zusammen. Ein niedliches Schaf ist ein ausgezeichnetes Geschenk. Jeder, der Kunsthandwerk liebt, wird es auf jeden Fall sehr mögen. Wie fandet ihr unsere Geschenkideen? Welche Idee setzt ihr um?
schreibt es uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.